Ja Leute, was geht's hier? The Devil of Tanks, willkommen zu einem weiteren Part. Let's play World of Tanks TX Matches. Und ja, wir sind wieder bei den 10ern angelangt. Und ja, letzte Woche hatten wir T57 Heavy am Start und den F415B183. Und ja, jetzt sind wir beim T62A wieder angekommen. Und ja, es gibt nichts Großes zu sagen und wir legen gleich ins erste Match hin. Was ich mir gesagt habe, was ich mir vornehmen will, ich will mir ein bisschen mehr Mühe in das Spiel mit den Zehnern geben. Also schon genug Mühe, damit ich da schon nicht so wie ein richtiger Trottel dastehe, ne? Und weil theoretisch sollte man ja mit den Zehnern echt gut spielen können. Also theoretisch sage ich jetzt mal so, weil Zehner sind ja halt schon die letzte Stufe, Gott sei Dank gibt es nicht mehr, weil sonst wäre es ja noch schlimmer im Random hier. Und da kann man sich halt an die Panzer gewöhnen eigentlich. Nur das Problem ist halt, je mehr man Panzer hat in der Garage, desto mehr verzichtet man auch auf andere Panzer. Und ich, wie ihr seht, verzichte halt hauptsächlich auf 10er. Und das ist schlecht, das ist ein bisschen kacke auch. Und keine Ahnung, ich kann das halt ein bisschen... Finde ich das schon ein bisschen scheiße, also irgendwie würde ich mir das auch selber wünschen für mich selber, dass ich dann irgendwie mehr mit den Zehnern selber rumspielen darf, kann, soll, möchte oder so, weil das schon wichtig, aber es geht halt nicht immer, weil das schon ein bisschen kompliziert ist. So. Mit wem redet denn der Kollege da? Pfeilspitze, du bist echt ein Mensch. Es gibt einen, aha, Pfeilspitze BPG. Okay, also weil der Gegner Pfeilspitze heißt und er will sicher gehen, dass er kein Bot ist, weil er nicht antwortet. Naja, antwortet tut er ihm immer noch nicht. Ja, anscheinend hat er XPM und sieht, dass er ein richtig schlechter Spieler ist. Mit dem 10er vor allem. Und der Light Tank ist down. Nicht so eine coole Sache. Das Problem ist, ich hasse diese Map. Und ich kann da schwer drauf spielen. Oh, schaut euch mal unsere Heavys an. Geilste Heavy-Reihe ever. Holy shit. Für alles andere gibt es Mastercard. Also wieso der damit da redet, verstehe ich auch nicht, weil da hat ich eigentlich nichts zu sagen. Wow, mein Zoom ist ja mal richtig weit gewesen. Ich wünsche, er hätte noch ein bisschen mehr Zoom. Ich würde sogar gerne rausfahren. Das Problem ist aber, solche Gegner. Zum Glück habe ich hier halt Deckung, wie so ein richtig krasser Kerl. Fahren wir ein bisschen weiter raus, fahren wir ein bisschen weiter raus. Ihr seht, das ist saugefährlich hier, also so viele TDs wie es da gibt, ist schon krass. Oh, den könnte ich töten. Naja, könnte ich schwer töten, weil ihr seht, der ist schon sehr weit unten. Aber wir gehen mal aufs Risiko. Ich gehe richtig aufs Risiko, Leute. Also ich mache da jetzt... Seht ihr, das ist zum Beispiel der Nächste. Da seht ihr, er brauchte länger, um mich zu zielen. Und das finde ich halt sehr gut. Weil ich habe keine Probleme damit. Ich schieße und treffe einfach und alles ist tutti. Aber ich sollte halt nicht übertreiben, denn das kann mein Leben kosten. Und zwar ganz schnell. Unsere Heavy stehen halt da hinten und sterben sogar schon, leider. Und ihr seht ihr jetzt... Will ich mein Augenmerk auf etwas anderes richten? Auf Gegner zum Beispiel sowas. Ja, ich mach mal das kaputt, weil das stört mich gerade. Aber es ist schwer, weil wenn der mich von hinten da beschießt, dann ist ein bisschen unangenehm für mich. Ich habe keine Gun Depression, ich kann auch schlecht hier irgendwie mit dem Geschütz ein bisschen runterkommen. Ich komme ja nicht mal ein bisschen runter, wisst ihr? Das ist halt ein bisschen so die traurige Sache. Da ist noch einer, okay. Ihr seht, ich gehe voll wenig aufs Risiko, weil ich habe zu viel Angst, ehrlich gesagt, sowas zu spielen. Aber er sieht schon eh danach aus, dass wir verlieren. Und ich kriege hauptsächlich mein Damage. Und ihr seht schon, da ist der Kollege gestorben. Deswegen mache ich auch nicht viel. Schade, dass wir das erste Match so schlecht hinbekommen. E50 ist natürlich dort oben noch. 1,8, ja, das ist, kann man vergessen. Ich verziehe mich mal von dieser Seite. Die zwei Heavys da kassieren Hardcore. Und das sind ja nicht mal für mich Heavys, das sind Autoloader einfach.
5,7 Sekunden Nachladezeit, das finde ich halt sehr geil bei dem Panzer. Aber Panzerung, da kann man noch drüber streiten. Und ich sehe nichts, wird nicht wieder gespottet. Da ist der E4, genau, ich wurde jetzt gespottet. Das Problem ist, dass gleich kommen die hier raus. Und die werden nicht mal auf ihn schießen. Oh doch, die schießen auf ihn. Was für ein Wunder. E4 ist gestorben, das finde ich schön. Da ist gerade ein Bäumchen umgefallen. Ein Bäumchen ist ein Träumchen, sage ich mal so. Ich fahre jetzt mal schnell hier rüber. Gefährlich. Aber. Wow, ich habe getankt. Oh, den konnte ich schlecht tanken, aber doch, ich habe noch getankt. Bin ich sogar sehr zufrieden damit. Aber ich sehe sie nicht. Oh, da ist ein Medium, eine Scout einfach mal so rüber gefahren. Finde ich schön von der Scout. Voll krass, dass ich die Medium da nicht sehen kann. Auf jeden Fall, ihr seht, 12 zu 2. Ein Killkampf von mir. So, der braucht noch einen fetten, guten Treffer und dann haben wir es auch, aber ich zweifle daran. Ja, da muss ich noch einen nachsetzen. Oh, der hat mir nicht mal Damage gegeben. Schade. Ja, tanke mal, sage ich zu mir. Kassier es mal von allen Seiten, aber tanke mal. Na, das wird schwer. Gegen die 4 noch zu tanken, also es ist schwer. Auto-Aim schon lang gemacht. Ja, das ist unmöglich. Na, da haben wir noch den hier, Kollegen. Ja. Geiles erstes Match, aber immerhin bin ich sozusagen fast als letzter gestorben. Ja gut, wenn das Team halt mal richtig verkackt hat. Und schaut euch das an, der gewinnt sogar noch mit durch Cappen und der stirbt jetzt wahrscheinlich, ja, der stirbt. Cappen und töten alle, das ist das Optimalste, was man kriegen kann. Und ja, wir haben halt natürlich nicht das so schöne Team bekommen. Finde ich schade, sowas. Naja, so, ich muss mal kurz was wegmachen. Gut, so. Dann habe ich bessere FPS und so. Nein, Scherz. Ja, wir haben nur einen Crit gemacht, ist aber nicht so schlimm. Wir haben 448 Erfahrung bekommen. Ja, da seht ihr, was ich meine. 1, 2, 3, 4, 5 Nuller. Das sind so richtige Nuller-Spieler. Ja, hat nichts gerissen. Der Mann hat einen Schuss abgegeben, der hat auch einen Schuss abgegeben, der hat einen Schuss abgegeben. Der hat zwei Schuss abgegeben, zwei Schuss. Drei Schuss, der hat auch drei Schuss bestimmt abgegeben oder sogar vielleicht vier, ich weiß es nicht. Der hat vier Schuss abgegeben, AMX-50B hat auch vier, fünf Schuss. Ich habe sehr viel mehr Schuss abgegeben, aber ja, das sehen wir ja gleich jetzt hier. 14 Schuss habe ich abgegeben, genau. Nicht jeder kam durch und jeder hat mein Ziel erreicht, aber ich habe Damage ohne Ende. Ich kann ja sogar beim Gegner mithalten, was Damage angeht. Aber ja, da seht ihr, Teambalancierung ist da manchmal. Aber die Leute, die die 9er und 10er spielen, haben halt keine Lust mehr zu spielen. Da sind zu faul, sich anzustrengen und dann passiert halt sowas. Also klar, es gibt Momente, wo man sich halt nicht wirklich anstrengen will und so weiter. Weil ich kann es halt nachvollziehen, manche Maps sind halt nicht für die Leute gedacht oder nicht so gebaut für die Leute, wie sie es gerne hätten. Diese Map ist für mich auch nicht so gerade so optimal wegen drei Artis. Wäre das keine Arti-Map, dann wäre ich wahrscheinlich zufrieden mit der Map. Aber das Problem ist, es liegt nicht an der Map, sondern es liegt an der Spielweise, wohin du am Anfang hinfährst. Und das war's, weil das ist schon ein bisschen interessant. Ja, und da ist auch schon der RV angekommen ans Ziel. Er muss drei Zehner töten, was ich mit meiner Arti noch nicht geschafft habe. Wow, da habe ich mich gerade verhustet. Ich bin eigentlich schon gesund, aber irgendwie kommen noch ein paar Huster mit sich. So, es wird jetzt interessant. Ich muss mich an die Heavys halten, denn von denen hängt ab, wie ich helfen kann. Ich fahre auf jeden Fall zu den zwei mit, weil, ach Leute, seht ihr schon mal, das meine ich, man sollte nie AFK sein am Anfang, weil man verpennt einfach alles und dann hat man schon die Niederlage. Ach, traurig sowas. Wir sind jetzt zu zweit, plus noch die Gegner haben eine Maus, was sie gleich als Vorteil haben. Weil die Maus zu töten dauert ein bisschen. Gut, die haben drei Artis, die werden schnell ihren Fokus finden. Aber, okay, wir kriegen noch mehr Verstärkung. IS-7 ist aufgewacht. Das finde ich schön. So. Oh, ich wurde gespottet. Ich drehe mich mal hier weg. Oh, ich drehe mich nicht mal hier weg. Ich wurde irgendwie gespottet. Ich habe Angst, Leute. Ich habe echt Angst.
weil gespottet. Das war ein E75. Und ich sage, die Artillerie ist nicht OP. Ein One-Shot. Ein verfickter One-Shot. Ich glaube, der wurde gewone-shottet. Ja, siehst du, der lacht sogar. Der lacht sogar. Das smilet er sich sein ab. Deswegen habe ich Angst vor diesen britischen Artis. Ich weiß nicht, wieso sie überpowered sind. Aber ich kann es nachvollziehen. Entweder One-Shot oder du triffst gar nicht. Und das war's. Aber sie hat ihn perfekt getroffen und perfekt genutzt. Und wisst ihr, wieso? Weil diese Arti ein kurzes Rohr hat, aber dafür ein fett, also im Durchmesser ist es ein richtig dickes Ding. Und da hat es halt den Vorteil und deswegen nutzt es auch jeden. Ich würde mich auch gerne angucken, was für Statistik, also was für, ja, mir fällt es gerade nicht ein. Was für, Alter, mir fällt es gerade nicht ein. Ja, was für Parameter die Gun hat, genau, Parameter. Parameter, genau so heißt es, damit man weiß, wie viel Durchschlag sie hat, weil die Artis haben irgendwie als 10er 102 Durchschlag und dann denke ich mir, wieso? Wieso hat sie 102 Durchschlag? Bin ich hier ein auf HE Schießer? Ja, gut, ich schieße auch mit HE, aber mach, wenn schon 200 Durchschlag, okay, dann mach 200 Durchschlag, weil dann, wenn wir durchkommen, richtig und nicht wie ich mit meiner 10er Arti, ja, mach mir mal 300 Damage beim E100. Bin vollkommen dafür, wisst ihr? Nein, bin ich nicht. Deswegen nehme ich auch meinen, ja, 212er, denn der macht mehr Sinn. Und zwar in allem macht er mehr Sinn. In Genauigkeit, im das gefällt mir nicht, dass ich hier gespottet wurde. Oh, schade. Aber der Kollege hat mich schon gut im Sichtfeld. Ich werde gleich hier von der Arti kassieren, deswegen gucke ich gerade, wie lange ich überleben kann. Boah, das war noch ein Treffer von mir. Finde ich schön sowas. Wunderbar, haben wir den genutzt. Und jetzt, boah, das wird schwer, weil du kannst dich denn nicht einfach hinziehen zu den Gegnern. Wären das nur einer oder zwei, sagen wir mal, dann hätte ich meine Verstärkung noch bekommen, aber wow, mega harter Brockenleck, würde ich sagen. Ist halt schwer, weil ich muss ja irgendwie hier kämpfen können und das ist dann nicht so einfach und ja, der 100 und so weiter hat keine Probleme. So, schießen wir mal der Maus hier in die Seite rein. Bringt halt gar nichts für die Maus. Und das hat aber was gebracht. Ja, ich kann tanken, Digga. Wusstest du das nicht? Ich habe echt krasse Kräfte hier. 53 Damage, wunderbar. Ja, die Maus kann so viel tanken, wie sie will. Ah, da komme ich diesmal nicht durch. Habe ich ein bisschen zu weit nach unten geschossen. Na, da kommst du nicht durch, Kollege. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Fehler gemacht. Aber ich habe die Maus auf die Kette und das gefällt mir. Ach, verdammt. Ich habe hier gerade Kettendamage gegeben permanent, deswegen konnte sie nicht viel machen. Aber ich stelle sie mal wieder auf die Kette. Oder so. Jemand stellt sie für mich auf die Kette. Das finde ich auch optimal. Ja, da fahre ich mal lieber vorsichtiger raus. Ihr seht, ich komme nicht durch. Ich schieße mit Hakengeschoss. Das ist schon ein bisschen schwer. Ich komme einfach nicht durch. Und die 100 ist für mich auch ein bisschen krasser Gegner hier. Ah, jetzt kassiere ich von der Maus, weil da muss ich abhauen. Na? Nein, sie hat mich doch nicht so gut im Visier. Da kommt noch einer von uns. Ich hoffe, der gibt ihn in die Seite rein, einer. Jetzt habe ich ihn gekettet, finde ich sehr gut. Aber er wird trotzdem genutzt. So, jetzt gebe ich ihm Damage, jetzt hat er sich leer geschossen und jetzt kann ich ein bisschen, ja, meinen Spaß haben, denke ich mal. Ja, so ganz habe ich meinen Spaß auch wieder nicht. Schießen wir mal einmal hier rein. Ah, das gefällt mir doch. So ein Damage gefällt mir doch. Ach, die Maus, die hat da keine Probleme mit, wisst ihr? Ja, und jetzt ist das schon mein letzter Gegner. Winkel dich so viel an, wie du willst. Ich muss jetzt raus, weil der 100 ist mir scheißegal im Moment. Upsala, da ist verkackt. Das machen wir schnell nach. Und zwar genau in das Hintertürmchen. Wunderbar. E75. Achso, der 100 ist. Hä, wo ist der 100? Da ist der 100. Ui, da haben wir ja Spaß. Da haben wir ja richtig Spaß. Okay. Also, ich bin gerade auf Vollkonzentration. Vollfax nennt uns einer. So, ich helfe mal den Kollegen, weil der hat irgendwie Problemchen. Oh shit, der wurde von der Art einfach mal so penetriert. Ich habe ihn nicht mal angekratzt. Ich bin ein harter Kerl, würde ich sagen.
Weil ich bin ein richtiger Spacken, was Schießen angeht. Ich habe ungern Bock auf ihn zu kassieren, wisst ihr? Er hat dabei jetzt leer geschossen und da kann ich ein bisschen meinen Nutzen draus ziehen. Er kann eh nicht bei mir so schnell drehen und wenden, deswegen schieße ich nochmal und das war's dann auch für ihn. Wunderbar. Hätte ich eigentlich gleich am Anfang machen können sollen, aber ja. Profi bin ich nicht. 17 Schuss habe ich noch übrig. Und das wird für den 100 bestimmt nicht reichen. So, ich muss dem IS-7 helfen, denn das wird ein bisschen problematisch. Weil nur noch der E-100 ist das Problem. Der E-100, Jagdpanzer auf E-100 wird schwer. Ich komme schon, ich komme schon. Oh, 496 Damage hat er kassiert, okay. Und das war der Conqueror GC. Das wird natürlich nicht so schön. 17 Schuss haben wir noch. Artillerie hilft uns nicht mehr. Bestimmt nicht mehr helfen. Ja, ich muss jetzt dem E-100 irgendwie ausweichen. Wird aber schwer, weil... Ja, ihr seht, ich kann dem schlecht ausweichen. Das ist ein E-100, Mann. Das ist ein E-100. Ach, fuck, ich hab's verkackt. Oder? Ja, ich hab's verkackt. Aber es ist schwer. Hätte mich dieser scheiß tote Panzer dann nicht gelangweilt. Aber das ist so unfair, die Artillerie. Conqueror GC, das schauen wir uns gleich mal an, bevor ich das letzte Match starte. Ich hoffe, der wird jetzt noch voll gefiltert. Aber anscheinend nicht. Das ist schwer, Leute, das mit dem Medium. Ich wäre ein bisschen wendiger, ein bisschen schneller noch auf. Also würde ich schneller von 0 auf 100 kommen. Oder gesagt von 0 auf 50, weil ich bin ja so langsam. Da guck mal die Artillerie an, die fickt einfach jeden. Und das finde ich halt überpowered. Ja, wir sind Idioten, obwohl ihr selber nicht mal treffen könnt. Da hat einer echt guten Skill mit der Art hingelegt. Also da will ich mich kurz mal informieren, was die Top Gun von der britischen Arti so machen kann. Denn die ist anscheinend mir zu überpowered. Top Gun, Durchschlag. Ah, ihr seht, die hat nur zwei Durchschlagskraften und zwar 117, 117. Aber dafür hat sie. Sage ich mal so, ganze 15 Durchschlag mehr als meine Arti. Und sie macht Durchschnittsdamage von 2200. Dafür hat sie eine Zielerfassung von 8,5 Sekunden. Das denke ich mal auch gar nicht so schlecht wie ein 10er Arti. Ich glaube, ich werde dann sogar die Artis von den Russen irgendwann ja, verkaufen und werde mir dann die hier spielen, weil die macht halt einfach mehr Sinn, weil das auch eine gescheite Arti, wisst ihr. So, ja, mein Kollege ist noch nicht da. Also die Britenreihe ist schon sehr interessant. Obwohl sie nichts Besonderes haben, sind sie doch trotzdem cool. Ich gucke mir gerade die, nicht, nein, das wollte ich nicht nachgucken. Ich wollte das nachgucken, Charioteer, weil der ist ja neu und der hat ja eine 10er Gun. Und ich glaube, der hat die Gun vom Tortoise 5,96, 290, 290, 468. Achso, der hat nur die Gun dann so drauf. Okay, er hat dann. Aha, das heißt, bei denen kann man nichts mehr weiter erforschen. Verstehe. Macht genauso viel Damage. Ja, und dann hat man natürlich die Top Gun von allem. Ja. 310 Durchschlag ist einfach echt krass. Aber wenn man halt nicht trifft, also manchmal komme ich hier in die Maske nicht durch von manchen Gegnern, ist ein bisschen kacke. Und ich merke gerade, wir haben immer noch keinen Sieg hinbekommen, Leute. Das ist scheiße. Weil dreifache Erfahrung ist schon eine ganz gute Sache. Wäre eine ganz gute Sache. Naja, ja, ich habe vergessen, die Statistik, die Gefechtsergebnisse anzuschauen. Und das schauen wir uns dann gleich nach dem Match hier an. Weil mich interessieren die Gefechtsergebnisse immer, weil schließlich habe ich jetzt nicht wirklich wie ein totaler Spacken gespielt. Ich habe mir schon ein bisschen Mühe gegeben. Klar, ich sollte sowas vermeiden, wie zum Beispiel bei M75 irgendwie gleich abzuprallen. In den Hinterturm, in den hinteren Seitenturm. Das ist schon peinlich. Passt schon, aber es ist möglich, dass man sowas vermeiden kann. Und sollte auch. So. Ich mache jetzt folgendes. Ja. Rumgeschubste statt Standard hier. Aha. Hier ist klar nett und hier ist klar 5 nett. Okay, was auch immer das heißen soll. Sind die sich befreundet oder kennen die sich? Schorsch heißt einer, also ist es auf jeden Fall Deutsch. Ich weiß nicht, ob das ein Deutscher ist, aber auf jeden Fall kennen die sich. So. Medium, Medium, Medium. Heavy TD ist ja so 3 Force auf 1583. Das ist ein bisschen crank, aber okay. Ja, wir gehen einfach durch. Wir wollen darüber fahren. Das hält mich jetzt nichts davon ab.
Kassiert hat einer. Ich kassiere wahrscheinlich auch gleich. Aber ich bin noch entkommen. Wunderbar. Das ist schön. Und der Kollege ist auch durchgekommen. Lebendig vor allem. Ja. Sehe ich ihn nicht da hochfahren? Das ist. Ah, okay. Da haben wir einen Nachteil. Auch shit. Wie seht, ich habe ein bisschen Nachteil hier, dass ich hier nicht hochfahren kann. Da muss ich ein bisschen anders spielen. Oh, hast du deinen Turm ein bisschen weggedreht? Oh. Wenn das der Badget war, das war der Badget. Habe ich gerade gecheckt. Dass der auf mich schießen kann, ohne dass ich ihn sehe. Respekt. Anscheinend muss er da oben gesehen werden jetzt. Von niemandem spätestens. Ja, mein Geschütz ist jetzt in den Arsch, ne? Und ich kann da nichts reparieren. Und der Kerl steht da. Er steht da. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich von hinten angegriffen werden, oder? 100 Pro wäre ich von niemandem angegriffen worden. Ich bin mir bestimmt sicher. 04, Mann, was für ein Versager-Team, Alter. Das ist unglaublich. Sterben einfach gegen ein Medium. Badget noch nicht in Sichtweite. Oh, die rechte Seite ist komplett leer, also da, wo der gerade hinfährt. Da ist der Badget. Sich wenigstens, wo der steht. Okay, den kriegst du nicht so schnell da weg. Das ist schon mal schnell klar geworden. Und was habe ich gesagt? Ich kriege sogar von hinten. Ja, das macht keinen Sinn mehr. So, den reporte ich, weil das ein totaler Spackenspieler ist. Unfaire Spielweise. Was hat er sich dabei überhaupt gedacht, was er hier schafft? Vor allem von seinem guten Clan, ein Spieler, der komplett null Skill hat, steht einfach hier auf dem Hügel und versucht hier etwas zu reißen. Also, Versager pur, 10 zu 0, Leute. Ich glaube, ich werde noch ein Match machen, weil das ist mir zu witzig gewesen hier. Ach, viel zu kurz. Viel zu langweilig. Ich, wisst ihr was? Ich werde heute, also ich werde jetzt, nachdem ich das Video hochgeladen habe, noch ein bisschen mit dem Medium zocken. Mal sehen, ob wir heute, also ob ich heute noch weitere schlechte Matches habe. Das werden wir dann, also keinen Sieg herauskriege. Das ist schon schlimm. Ja, tanken kannst du mit deinem Turm, aber das schaut euch das an, er ignoriert ihn einfach und schießt auf jemand anderen. Aha. Finger White Damage. Und dass er hier kämpfen kann, das finde ich schon kein Witz. Aber dass er sich diese Position gefunden hat, ist auch schön für ihn. Boah, wunderbar, hat er kassiert. Rache ist süß. Aber er ist der Einzige, der einen Kill gemacht hat. Wird ihn nicht wirklich retten. Ja, Waffenträger auf 400. Können beide flop. Und da hat er wunderschön kassiert. 1700 Damage. Also sowas mag ich doch. Diese Gegner sollten niemals existieren. Der Panzer meine ich nicht, die Gegner. Panzer. Diese Panzer sind unnötig. Wetten, ja, nein, das war der Waffenträger. Ich dachte schon, der Badget macht aus der Fahrt einfach mal so zack und weg ist er. Ja, also hängt ja alles vom Team ab. Wenn das Team am Anfang falsch fährt, nicht falsch fährt, sondern am Anfang gleich verreckt, und dann kann man nicht viel machen, ne Leute, dann wird es ein bisschen schwer. Ich bin durchgekommen, unser Mediums, was machen die, verrecken eins nach dem anderen. Ich weiß nicht wieso, der gegnerische FV hat nicht mehr wirklich Damage gemacht wahrscheinlich. Schauen wir uns das mal kurz an. Ja, der FV war da unten einer. Der zweite und der dritte ist gestorben. Ja, so nicht viel Damage haben die wirklich gemacht. Ja, minus 18.000 sind wir gekommen. Und da haben wir ja auch verloren. Gucken wir mal, was wir da gemacht haben bei Morovanka. Mars haben wir ganz gut gekrittet. Munitionslager nicht schlecht. Habe ich auf jeden Fall, glaube ich, in den hinteren Turm getroffen und den haben wir auch gut so gekrittet. Damage 3700, bin ich mir wirklich zufrieden. Die Artillerie hat echt gut gespielt. Seht ihr, diese Artillerie ist überpowered. Ich weiß nicht, wieso wir die nicht haben. Das ist sogar die 9er Artie, das ist nicht die 10er. Wir sind ganz gut dabei, aber auf jeden Fall echt krass. Wieder 1, 2, 3, 0 hatten wir hier. Ja, schade sowas. Sowas echt schade. Aber sogar die Scouts hat sogar richtig gut gespielt vom Gegner. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Na gut, dann drehen wir noch eine letzte Runde. Ich hoffe, wir kriegen einen Sieg jetzt raus, weil das ist schon echt bitter, drei Niederlagen hintereinander zu kassieren. Ach, Teams. Teams, Teams, Teams. Mehr gibt es da nicht zu sagen, außer Teams, die sich nicht wirklich anstrengen zum Spielen. Okay, drei Artis. Wir haben natürlich eine 6er Arti und eine 8er Arti im Zug. Was die Gegner haben, ist natürlich klar. Die haben zwei 9er Arti im Zug. Balancieren wir es pur aus. Ja, Objekt 261 kann man vergleichen mit der Su-8, glaube ich. Oder ja, mit der Su-8 kann man es vergleichen. Das ist so ein 6er Arti mäßig so. Der 10er Arti als 6er zu vergleichen, perfekt, weil der ist schlecht. Empfehle ich echt gar keinem, den Objekt 261 zu kaufen. Bleibt bei der Su-14-1, Su-14-2 oder beim Objekt 2, beim 212A einfach stehen. Und das reicht. Der 10er, den 10er könnt ihr in den Dreck schmeißen. Ich weiß nicht, wieso der überhaupt eingeführt wurde. Sein Schuss fliegt auch langsam, obwohl er hat so ein langes Rohr. Theoretisch müsste sein Schuss genauso schnell richtig fliegen. Aber tut er nicht. Er braucht Ewigkeiten, bis er sein Ziel auch erreicht. Je größer halt die Maps sind. Und das braucht ja mein Neuner genauso, also genau derselbe Abstand, also genau dieselbe Zeit, diese Entfernung zur Überquerung, und das ist natürlich völlig egal. Okay, ich schau gerade. Nope, ich drehe um. Ich drehe um. Und ich drehe um, das ist mir zu witzig. Schon die ersten Eindrücke sagen mir alles. Ja, mal schon. Ja, der kann ruhig hochfahren. Ich werde da nicht sterben gehen. Das gehört nicht zu mir. So einer bin ich nicht. Lieber halte ich mich an die Noobs, die da wegfahren. Ich weiß nicht, was sie sich überhaupt denken, während sie zocken. Hören die Musik, ist okay. Trinken die Kaffee oder wie? Oder ein paar Bierchen. Was die da so zum gestörten Spieler macht. Schaut euch das an, der Gegner ist eh oben. Man weiß, dass er einfach oben ist. Die Scout ist schon unnötig gestorben. Ach je. Ja, TDs sind oben. Ich mache jetzt auch ein paar Aktionen, die vielleicht gefährlich sein könnten. Schaut euch das an, die stehen und kämpfen da gegeneinander. Bringt ihnen aber am Arsch etwas. Ja, die Scouts pushen rein, wunderbar tun sie das. Wow, Kollege, du blockst mich, das ist nicht so cool von dir. Wow, da hat einer echt gut kassiert auf jeden Fall. Und der Typ ist ein Noob. Da sieht man ja gleich. Ja, du hast mir Damage gegeben, ich habe dir Damage gegeben. Hat sich für uns beide gelohnt. Oh, ey, Kollege, zieh dich da weg von deinem Turm. Ja, mit deinem Turm, von deinem Turm. Denn solche Gegner sind mir ein bisschen zu hartgierig. Okay. Der kassiert also ziemlich hart. Und ja, den habe ich genatzt. So, damit ich mein Mech nicht erwische. Abfangen. Wunderbar. Abfangen ist wichtig. Waffenträger auf 400. Ich lade mal HE. Schnelle HE laden bitte. Und sowas ist gefährlich. Wo ist der Waffenträger? Da ist er, okay. Ich will nur Bescheid wissen. Nein, das hast du jetzt nicht gemacht gerade, oder? Das hast du nicht gerade gemacht. Ich habe mich verklickt. Ich habe mich einfach verklickt. Und habt ihr gesehen, habe ich 500 Damage reingedrückt. Ich wünschte, ich hätte ihm irgendwas beschädigt, wo er nicht mehr schießen konnte. Seht ihr, dafür hasse ich die Autoloader Stufe 10 mäßig. Tun sie irgendwelche. Ja, also sagt mir, Leute, hat es diesen Panzer jemals in Wirklichkeit, jemals auf irgendeinem Papier, jemals gegeben? Jemals in meinem beschissenen Leben habe ich das noch nie gesehen. Dass ich jemals ein beschissener Forscher oder Entwickler Erfinder von diesem Panzer vor allem so ein Stück Scheiße erfunden hat. Ich weiß nicht, wie das überhaupt funktionieren soll. Oder die Entwickler hatten einfach keine Langeweile und die Spieler der Community sagen, ja, wir brauchen mehr Panzer. Schaut euch das an, die Noobs cappen. Die cappen einfach. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Gut, wenn es der Auftrag ist, dann sind es diese Noobs, die für den Auftrag spielen. Wir werden nicht gewinnen. Ich sag euch das jetzt schon, wir gewinnen nicht. Der eine kassiert jetzt einmal und fertig und dann haben wir es verloren. Noch 10 Sekunden, aber das bringt nichts. Schaut euch das an. Und das war's. Kette beschädigt.
Ein Treffer und das war's. Ja. Oh, jetzt musst du nachladen. Oh, jetzt musst du leider nachladen. Und jetzt kassierst du nochmal. Komm. Kassier nochmal. Gekettet, okay. Okay, ein Badget noch. Der kommt jetzt bestimmt von vorne oder so raus. Ich bin mir bestimmt hinten, oder sicher, wahrscheinlich von hinten wird er kommen. Waffenträger lebt noch. Mein Team ist einfach solche Spacken. Das ist unglaublich. Aber naja, da werdet ihr mal sehen. Ich werde heute noch zocken. Ah, da ist schon der nächste Waffenträger. Ja, das haben wir schon geklärt. Ja, 91%. Oh, jetzt muss der Diati nur treffen. Weil Diati ist eigentlich gefährlich. Weil wenn die capped. Ja, ja, was machst du? Was machst du? Was machst du? Ja, komm. Der ladet noch 10 Sekunden nach. Ja, der ist tot. Da kann er vergessen. Wunderbar. Er ist tot. Ja, was kann der IS-8 machen? Kassieren. Und das war's. Das war's. Unnötig. Ich verstehe nicht. Die wissen einfach nicht. Ja, der Kollege weiß eh nicht, wie man mit dem Panzer spielt. Die Artillerie ist komplett CZ, also Tschechien. Über tschechische Spieler will ich gar nicht erst anfangen zu reden. Denn die sind nicht immer die Besten. Also es gibt schon gute, wie bei den Polen. Aber es gibt auch so viele schlechte Leute, die denken, die sind es, aber dann sind sie es nicht. Mhm. Ja. Wieder 3-0er. Na gut, der Gegner hat auch 2-0er. Naja gut. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Tut mir leid. Ich habe das Beste von mir versucht rauszuholen, aber das Beste jetzt nicht. Aber ich habe einfach versucht, so gut ich konnte zu spielen. Und ist nicht gelungen. 4 Niederlagen in Folge. Das ist schon peinlich. Also ich gebe jetzt an diesem Part die Schuld an meine Teams komplett. 1000% Schuld an mein Team. Weil ich kann da nichts dagegen machen, wenn einfach so viele Trottel in die verschiedenen Richtungen fahren und sich da einfach ja abfackeln lassen. Naja. Gut. Ich hoffe, der Part wie immer gefallen, trotz alledem. Und wir sehen uns dann morgen bei einem weiteren WoT-Gutes-Match-Replay und Let's Play WoT-Tier-X-Matches wieder. Bis dahin. Ciao.